Die deutschen Erbwörter, also die Wörter, die bereits in der frühesten Entwicklungsstufe des Deutschen existierten, haben mehrheitlich zwei Silben. Falls sie in der Grundform nur eine Silbe haben, kann durch Beugung oder Ableitung meist eine zweisilbige Form gebildet werden. Nachdem ich Ihnen nun schon drei Videos lang Lautschriftzeichen zugemutet habe, mache ich diese Praxis jetzt einmal offiziell, lasse zu ihrer Annehmlichkeit die konventionelle Schreibweise aber stehen. Das hier ist übrigens kein Z-Laut, sondern ein stimmhaftes S. Die erste Silbe, die betont wird, nenne ich Vollsilbe, weil sie im Silbenkern immer ein Vollvokal oder einen Diphthong, also einen Doppelvokal hat. Das Deutsche hat 13 Vollvokale und drei Diphthonge. Diphthonge sind Vollvokalpärchen. Dem Silbenkern kann ein Silbenkopf vorangehen. Das ist ein Konsonant oder ein Konsonantencluster, also ein Bündel aus Konsonanten. Ich sage kann, denn in vielen Silben fehlt der Kopf einfach. Gegenstück zum Silbenkopf ist der Silbenschwanz, der hängt hinten am Silbenkern. Ein Spezialfall hat man in Wörtern wie Rassel. Die Sprechpause, die man zum Beispiel in dem Wort Insel einlegen kann, geht bei Rassel nicht. Da sagen sie Rassel mit ununterbrochenem Zischen. Den S-Laut können weder die erste noch die zweite Silbe exklusiv für sich beanspruchen. Der gehört beiden. Der Fachterminus für einen Laut in dieser unentschiedenen Lage heißt Silbengelenk. Viele Vollsilben aber haben weder einen Silbenschwanz noch ein Silbengelenk. Die enden nach dem Vokal einfach. Jetzt zur unbetonten zweiten Silbe, der Kümmersilbe, die wissenschaftlich auch Reduktionssilbe genannt wird. Ich bin Ihnen wegen der Bezeichnung eine Erklärung schuldig. Schon auf den ersten Blick sehen diese Silben ein bisschen langweilig aus. Die werden immer mit dem Buchstaben E geschrieben und auch was an Konsonantenlauten darauf noch folgt, ist nicht gerade spritzig. Anstelle des T-Lautes können andere Konsonanten vorausgehen. Manchmal ist an dieser Stelle überhaupt kein Konsonant zu hören, wie etwa hier in dem Wort Reue. Mit ihrem stereotypen Vokal sind Kümmersilben aber eine hochgradig einförmige, blasse Angelegenheit. Das war nicht immer so. Noch vor 1000 Jahren im Althochdeutschen wurden dieselben Wörter so geschrieben. Sämtliche Vokale, die in den Anfangssilben gesprochen und geschrieben wurden, kamen auch in den Endsilben vor. Die Endsilbe hat manchmal sogar einen Diphthong. Um die Mitte des 11. Jahrhunderts begann das Althochdeutsche zu driften und wurde zum Mittelhochdeutschen. Die vollvokalischen Endsilben wurden abgeschwächt. Um das zu verstehen, muss man wissen, dass das Althochdeutsche ähnlich wie das Lateinische eine synthetische Sprache war. Viele Informationen, die im modernen Deutschen durch Satzbaumittel wie zum Beispiel Hilfsverben ausgedrückt werden, wurden im Lateinischen und im Althochdeutschen durch Suffixe ausgedrückt. Diese synthetische Grammatik hatten die Althochdeutschsprecher sich tatsächlich aus dem Lateinischen abgeschaut. Ihre germanischen Vorfahren hatten so raffinierte und hochentwickelte Tempora wie Perfekt, Plusquamperfekt und Futur 2 überhaupt nicht gekannt. Zum Hochmittelalter hin wurden sie aber durch syntaktische Mittel wie zum Beispiel Hilfsverben ersetzt und folgten damit einem Trend, der früher oder später sämtliche westeuropäischen Sprachen erreichte. Die vollvokalischen Endungen, die das Althochdeutsche noch besessen hatte, wurden damit obsolet und zum Mittelhochdeutschen hin durch die schwachvokalischen Endungen ersetzt, die im Schriftbild bis heute erhalten geblieben sind. Der Abbau, die Verkümmerung der zweiten Silben begann zum Hochmittelalter hin. Erledigt war sie damit aber nicht. Was man hier im Schriftbild sieht, das radikale Einschrumpfen des Vokalzeichenrepertoires auf einen einzigen Buchstaben, das E, ist nur ein schwacher Abklatsch der Entwicklung, die sich hier tatsächlich vollzogen hat. Der Verfall der Endsilbenvokale ist bis in die heutige Zeit hinein immer weiter fortgeschritten. Neben dem Schriftbild gebe ich Ihnen hier einmal die Lautumschrift. Die stammt aus dem Aussprachewörterbuch der Duden-Reihe.
Der Duden gibt hier verdienstvollerweise wieder, wie Menschen diese Wörter heute tatsächlich aussprechen. In diesen Wörtern hier wird in den Kümmersilben zwar immer E geschrieben, was aber tatsächlich an Vokalen gesprochen wird, hat mit den Vollvokalen der Anfangssilben nicht mehr viel zu tun. Hier in Bote und Atem haben wir den Laut schwa, bei dem die Zunge deutlich flacher im Mund liegt als beim E. Und hier in Vater spricht man weder einen R-Laut noch irgendetwas, das auch nur entfernt mit einem E-Laut verwandt ist, sondern einen gemurmelten A-Laut, das sogenannte Tiefschwa. Vater. In Beutel und Bieten schließlich wird überhaupt kein Vokallaut gesprochen. Da haben wir nur noch einen L-Laut und einen N-Laut, die als Vokalersatz einspringen. Ohne die gäbe es hier überhaupt keine Silbe. Die Sprachwissenschaftler sprechen hier von silbischen Konsonanten. Gekennzeichnet sind die in der Lautumschrift durch einen kleinen vertikalen Strich. In den Kümmersilben werden also nur zwei verschiedene Vokale gesprochen, schwa und tiefschwa nämlich, und manchmal wird da überhaupt kein Vokal gesprochen. Dann wird die Silbe ganz allein von einem Konsonantenlaut getragen. Mit dieser Darstellung des tatsächlichen Sprechzustands weicht der Duden von älteren Werken deutlich ab, etwa von den Regeln, die Theodor Siebs für die deutsche Bühnenaussprache aufgestellt hat. Das war 1898. Noch mehr weicht der Ausspracheduden von der Pilotsprache ab, der radikal an der Schreibweise orientierten Kunstsprache, die Grundschullehrer sich manchmal angewöhnen, in der guten Absicht, ihren Schülern das korrekte Schreiben leichter zu machen. Nee, das ist keine gute Idee. Es erzeugt nämlich die Illusion, dass die Orthographie der Aussprache eng folgt. Das ist ein Zahn, den man sich ziehen sollte. Außerdem ist es gar nicht nötig, Kindern weiszumachen, dass irgendwer boy, tell, fa, ter oder bi, ten sagt. Denn für die Rechtschreibung genügt die Anweisung, wenn du eine zweite Silbe hörst, gehört dort auf jeden Fall ein Buchstabe E hinein, selbst wenn kein E zu hören ist. Zum Schluss Sprechsilben und Schreibsilben noch einmal im Vergleich. Hier zunächst die Vollsilbe. In der Kümmersilbe sind Silbenkopf und Silbenschwanz optional. Der Silbenkern muss, außer in Mundartwörtern wie Händel oder Dirndl, immer notiert werden, und zwar als Buchstabe E, selbst wenn dort tatsächlich überhaupt kein Vokal oder nicht wirklich ein E gesprochen wird.